Hallo, liebe Aufrufer, das ist jetzt eine Balanceaktion. Die Aufnahmekamera liegt auf einem spitzen, kleinen, schmalen Streifen, abgestürzt durch einen runden Kugelschreiber. Das kann gar nicht gut gehen, aber ich habe etwas Schönes, das mich sehr freut. Man kann es auch ein bisschen hören. Also, ich weiß, dass es eine Zumutung ist, meine Technik. Diese Musik kann ich nicht lauter stellen, weil ich nicht weiß, wo an dem Computer die Einstellmöglichkeit besteht. Ich habe 1. November, Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet heute mit ihrem Hauptrezensenten für Popmusik, insbesondere Rockmusik 60er, 70er Jahre, des Autors, der das gar nicht selbst miterlebt hat, nämlich Edo Rehns, der aber sehr gründlich und ordentlich arbeitet, der aber wirklich von sich glaubt, er sei ein Aficionado, er ist aber ein Angelernter. Und das merke ich jetzt an der Rezension zu dem Buch, Autobiografie angeblich mehr oder weniger, des Keith Richards. Keith Richards Autobiografie, 700 Seiten, ist im Englischen jetzt erschienen, mit dem Titel Live. Im Deutschen ist es als Übersetzung jetzt auch erschienen. Keith Richards Live aus dem Englischen von Willy Winkler, der ist Autor der Süddeutschen Zeitung von der Herzogstraße in Schwabing, Ulrich Thiel und Wolfgang Müller, die kenne ich nicht, Heine Verlag. Das ist quasi der spezielle Verlag, für den ich früher englische Übersetzungen bearbeitet habe. Keith Richards. Also hier, das ist Keith Richards. Hier lebt und lebt. Ich habe keine Kontrolle auf meine Aufnahme. Und im Hintergrund also hier The Expensive Winos, das ist die Band, die Keith Richards von 88 bis 92 unterhielt, und zwar im Sinne des Wortes, die waren total teuer. Es ist hier Steve Jordan. Ich kann es leider nicht lauter machen, aber der ist sowas von saftig. Es ist der beste von allen. Steve Jordan. Es gibt Steve Jordan auch auf einer Tournee in der Begleitband Crazy Horse von Neil Young. Unglaublich, der saftigste, jazzigste, rockigste, technisch tollste Klangerzeuger von Drumset, Steve Jordan. Und hier Keith Richards, ungewöhnlicherweise auf einer Gibson Les Paul Gitarre, Waddy Wachtel eigentlich die Solo-Gitarre, und Bobby Keith spielt in der Band mit, das ist der einzige von den Rolling Stones Saxophonspieler. Also kurz hier zu der Autobiografie des Keith Richards, der ja jetzt auch schon 67 Jahre alt ist und noch lebt. Ich habe das Buch nicht, es ist ja gerade in diesen Tagen erschienen, aber ich will trotzdem kurz darauf eingehen und etwas hier zitieren. Also Edo Rehns, der an sich gründlich arbeitet, verbreitet hier in manchen Details einen ziemlichen Quatsch. Keith Richards sagt noch was. Alright. Welcome in the Palladium. Also das war im Palladium. Palladium ist, glaube ich, in Los Angeles. Also hier schreibt dann Edo Rehns zu der Live, die Autobiografie des Rolling Stones Gitarristen, auch ein Drogenbuch. Kaum eine von den 700 Seiten, auf der sich nichts dazu fände. Das ist dennoch kaum ermüdend. Liegt daran, dass hier eine Logik der Sucht entwickelt wird, die man vielleicht hätte erwarten können, die in dieser Plausibilität aber doch überrascht. Vordergründig versteht es sich ja von selbst, dass dem Mann,
der Songs wie I Can't Get No Satisfaction und Gimme Shelter geschrieben hat und dem diese unnachahmlichen Gitarrenriffs von der Hand gehen, dies nur unter dem Einfluss von Drogen gelingen konnte. Es ist alles falsch, was er hier schreibt. Dieses I Can't Get No Satisfaction, das ist nicht nur ein Gag, ist ein Stück von Otis Redding. Und das hat Keith Richards, das geht nach dem amerikanischen Copyright, hat dem für ein paar Bucks abgekauft, weil er keine Kohle hatte. Otis Redding, I Can Get No Satisfaction. Der durfte als einziger fortan dieses Stück weiterspielen, weil das sein Stück war. Man kann das in Live-Schnitten auch bei YouTube sehen. Otis Redding spielt mit Bläsersätzen, Brass, Soul Music, I Can Get No Satisfaction. Das ist ein Stück von Otis Redding. Erscheint dann aber von den Rolling Stones unter dem Songscribe The Glimmer Twins. Das heißt hier so, die glänzenden Zwillinge mit Sinn für den besten Stoff. Der glänzende Zwilling, Glimmer Twin, das ist der Copyright-Name der Rolling Stones teilweise, genau wie Nenka Felch und Jagger Richards. Die haben das Stück dann selbst als Copyright rausgebracht mit ihrer Version von Satisfaction. Die ist legendär, unbestritten. Und die drei Töne sind von Keith Richards, auf die es da ankommt, auch unbestritten. Aber es ist eben nicht unter seiner Droge entstanden, sondern wenn überhaupt, dann unter einer Drogenkonsumtion von Otis Redding oder wer weiß, wo der das her hat. Denn diese drei Töne gibt es natürlich überall in der Musik wieder zu finden. Und daran liegt dann auch der Sinn dessen, was ich sage. Ich schmälere das ja gar nicht, weil die Satisfaction Rolling Stones ist was ganz Eigenes. Ist ein Jahrhundertklang, wenn nicht mehr. Aber zum Beispiel die Behauptung, dass es hier nur unter dem Einfluss von Drogen gelingen konnte, das ist ja wunderbar. Also dann sind alle großartigen Leute und die noch größer sind als jetzt Keith Richards, Genie, Johann Wolfgang von Goethe und Beethoven, die sind alle unter, weiß ich nicht, LSD, sonst was, Drogen. Warum steht ein Zusammenhang zwischen der Qualität, zwischen der Sensibilität, herauszufinden, was in der Zeit damals auf der Vision von Blues in Popmusik und dieser Combo-Konstellation, also Bassdrum, Snare, Becken, dazu Rhythmusgitarre, Solo-Gitarre und der Bass und dann Gesang oder was immer ein Soloinstrument noch dabei war, diese Combo-Konzeption einer solchen Band hinzubringen zu einer Popmusik, die dann Beatmusik hieß, die dann Rockmusik hieß, die dann, was weiß ich, Grunge später hieß und sonst was alles, was an Varianten immer wieder was von Elvis und den Everly Brothers und von dem, den ich neulich hatte, der so jung gestorben ist, mit dem Flugzeug abgestürzt ist, Buddy Holly und von diesen Leuten ausging. Und man kann natürlich noch wieder Schichten zurückgehen. Das wird hier gesagt, Keith Richards hat große Achtung für die Vorläufer Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Guy, Jimmy Reed. Und es gibt dann bei anderen, bei Bob Dylan oder bei Ray Davies oder auch bei John Lennon oder so, gibt es noch weitere aus dieser älteren Generation, dieser amerikanischen Musiker nämlich überwiegend. Gut, also hier sind ja Verdienste des Keith Richards in Zusammenarbeit auch mit Mick Jagger und da wird es nochmal beschrieben. Es spricht für Keith Richards, dass er seinen Anteil daran, der ja bei 50% liegen dürfte, nüchtern und ohne falsche Bescheidenheit veranschlagt. Und hier kommt noch einmal das Songwriting ins Spiel. Anders als bei Lennon McCartney war es bei Jagger Richards wohl wirklich so, wie beide von Anfang an behaupteten, dass in jedem Song etwas von beiden steckt. Es gab zuerst vielleicht die Vorstellung von einem Riff, einer Phrase oder einer Melodie, vielleicht auch einen thematischen Zugriff, der dazu dient, irgendwelche Privatgeschichten zu verschlüsseln. Wichtiger als das rein handwerkliche ist Richards das, was er mit seiner Musik überhaupt erreichen will. Natürlich, auch für ihn sind es zunächst Lust an der Musik und Selbstverwirklichung, aber dahinter kommt etwas Soziales, sehr Humanes zum Vorschein. Warum setzt man sich hin und schreibt einen Song? Vielleicht, weil man wachsen will in das Herz eines anderen Menschen hinein, weil man sich dort einnisten will oder zumindest eine Reaktion hervorrufen, eine Resonanz. Andere Menschen zu berühren, kann zur Leidenschaft werden.
Wenn man einen Song schreibt, der sich in den Köpfen festsetzt, der bis ins Herz reicht, hat man eine echte Verbindung hergestellt. So, bei all diesem Kommerz und all dieser Pop-Klimbim-Werbe-Promotion-Blablabla-Geldmacherei ist es tatsächlich so, wer sich mit solchen Sachen leidenschaftlich einlässt, der darf sowas durchaus auch sagen und das kann auch geglaubt werden. Dass hier in so einer Kompetenzdarstellung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so gravierende sachliche Fehler enthalten sind, finde ich eigentlich total schade, der das von Anfang an alles selbst miterlebt hat. Ich bin sowas von begeistert und blind dafür eigentlich auch, aber ich bin natürlich auch hochsensibel, wenn da Quatsch erzählt wird. Ich habe hier von einer meiner Lieblingsplatten, die quasi längst nach der Rolling Stone Zeit war, Keith Richards, hier, die heißt Rolling Stones Tattoo You, da sind wirklich ganz schöne Stücke drauf, alles Rolling Stones Kompositionen, und hier noch ein älteres, das ist der Between the Buttons, das ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Platten, alles Eigenkompositionen, das ist noch Brian Jones, Keith Richards, Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, das ist die Original-Rolling Stones-Besetzung noch, Between the Buttons, das ist eigentlich als die Zeit zu Ende ging 1967, die große Zeit war 63, 64, 65, so, und hier ist Cartoon, nämlich Charlie Watts war ursprünglich Grafiker und er machte ganz witzige Geschichten, zum Beispiel die Geschichte von Jamming with Edward mit dem Edward-Lachen, The Smile of Edward. Edward konnte so smilen, dass hier die Mundwinkel so weit gingen, bis der Oberteil vom Kopf abfiel. So, jetzt fällt mein Futterbrat gleich runter und ich bedanke mich für die Benutzung. Take it so hard, the expensive winos mit Steve Jordan, Waddy Wachtel, Keith Richards.